Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine weitere Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ich war die letzte Zeit wieder fleißig am Suchen nach Items, die ich quasi noch für meine Sammlung gebrauchen kann. Und da bin ich auch fündig geworden. Und zwar habe ich jetzt mal begonnen. Ich versuche das ja euch so ein bisschen immer auch zu sagen, wo ich gewisse Sachen eingekauft habe. Habe ich quasi begonnen, mal auf eBay Kleinanzeigen auch Annoncen zu schalten. Bis jetzt war es ja immer so, dass ich quasi da nur auf Sachen reagiert habe, um ein bisschen zu gucken. Und ja, diesmal habe ich quasi eine Annonce geschalten und dementsprechend noch Collector's Edition gesucht und auch für TCG-Karten da ein bisschen was gebastelt. Da kam jetzt noch nicht so viel Feedback, aber für eine Wrath of the Lich King Collector's Edition habe ich tatsächlich Feedback bekommen, und zwar insgesamt 2 Stück, und beim zweiten hat es dann auch tatsächlich geklappt. Das erste kann ich euch mal erzählen. Da habe ich quasi einen gehabt, der mich angeschrieben hatte, hey, er hat hier so eine Collector's Edition noch rumliegen. Ich habe übrigens auch in die Annonce reingeschrieben gehabt, hier, ich würde auch nur den Code zum Beispiel kaufen. Für die Leute, die vielleicht noch nie eine Collector's Edition erworben haben von World of Warcraft, es funktioniert so, dass quasi der CD-Key, den du damals noch brauchtest, um das Spiel auch spielen zu können, also musstest du immer einen CD-Key eingeben, um das nächste Add-on quasi dann abzugraden auch, der ist quasi auch dafür verantwortlich, dass du dieses Pad kriegst, ne? Heißt, wenn jemand eigentlich eine Collector's Edition aufgemacht hat und ja, die bespielt hat, quasi ist der CD-Key zu 99% aufgebraucht und dementsprechend auch das Pad weg. Und der Typ hatte halt ja eine Collector's Edition, die er anscheinend selber gekauft hat, und meinte, er hat die zwar aufgemacht, aber er hat das Spiel nie gespielt. Wo ich mir schon dachte, okay, irgendwie komisch, also wer macht denn die Collector's Edition auf? Entwertet sie in Anführungszeichen und dann spielt es nicht. Also ist ein bisschen sinnlos. Meint aber, er hat den nie benutzt und der Key geht, ne? Dann haben wir ein bisschen rumgeguckt, ob man das irgendwie testen kann, ob der geht. Gibt es halt nicht wirklich so eine Methode. Und dann hat er mir den halt geschickt und wir haben so Teamviewer-Zeug gemacht quasi. Und haben uns das angeguckt, zack. Und was war? Irgendwie Code war verbraucht. Und er war halt so, okay, komisch. Und ich dachte mir, oh ja, ich habe mir das schon fast gedacht. Und er meinte, ja, schade, okay. Hat halt nichts gegeben, ne? Und dann, ein Tag oder zwei später, schreibt mich halt noch jemand da an. Wieder so, ja, geöffnete Collector's Edition hin und her, Code ist aber bestimmt noch nicht benutzt. Und ich dachte so, safe, genau, wahrscheinlich das gleiche wieder. Dann habe ich glaube, sie war weiblich, ich sage jetzt einfach mal sie, ist ja wurscht an der Stelle, mit ein bisschen geschrieben so, wie wir das machen wollen. Und dann meine so, ja, okay, also ich muss hier halt hier eine von meinem Ausweis quasi eine Kopie schicken, habe ich das gemacht, ja, dachte mir, ja gut, okay, machst du das mal, und sie schickt mir dafür den Code, okay. Und dann hat sie gemeint, ich soll quasi sowohl von dem, ja, wenn es geklappt hat, einen Screen machen und ihr schicken, oder wenn es halt nicht geklappt hat, ne, wenn er schon aufgebraucht war. Ich gebe den ein, habe mir halt nicht viel gedacht, zack, Code funktioniert. Ich sitze da und denke mir, okay, es hat halt wirklich funktioniert, ne? Und ich habe mein Pad gekriegt. Und dann war ich ja halt in der Situation zu überlegen, was mache ich jetzt? Und zwar, theoretisch, ich habe ja mittlerweile mir ein paar Collector's Editions geholt. Also jetzt alleine hier stehen habe ich jetzt die, wenn man die letzten Videos gesehen hat, die von Cataclysm habe ich hier stehen, die von Burning Crusade habe ich hier stehen, die von Diablo 3 habe ich jetzt hier stehen. Und ja, theoretisch habe ich auch noch mir einen Cole, ja genau, also die habe ich bis jetzt alle da rumstehen, und ich habe mir überlegt, okay, ich könnte theoretisch eine quasi einen Code nochmal eingeben von einer alten, dann kommt quasi, ja, hier Code bereits eingeben, Screen machen, ihr schicken und das Pad behalten und quasi nichts zahlen, so, ne, auf böse gesagt. Und ich dachte, nee, komm, so ein Scheiß mach ich nicht, hab ihr geschrieben, nee, hat funktioniert hin und her, und hab ihr quasi das Geld überwiesen, ne, über PayPal oder so haben wir das gemacht. Und ja, weil ich ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe kurz überlegt, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, also so eine Scheiße mache ich nicht, wenn ich da ehrlich was kriege, dann zahle ich es halt auch, ne? Und ja, was hat mich das Ganze gekostet? Der Preis war ganz okay, ich habe 150 Euro für gezahlt, also quasi nur für den Code an sich, wobei man muss halt ehrlich sagen, der ganze Wert hängt an dem Code. Wenn ihr guckt, die meisten Collector's Editions, die verschlossen sind, bewegen sich um den Wert 300 aufwärts. Wrath of the Lich King. Komischerweise ist Wrath of the Lich King relativ rare. Burning Crusade Cutter gibt es öfter. Also ich habe jetzt lang nach einer Wortel quasi gesucht, weil auch keine drin war. Sowohl bei eBay nicht. Also eine
verschlossene als auch bei den eBay Kleinanzeigen hatte ich keine gefunden. Und dementsprechend habe ich halt eine Annonce dann geschalten. Ne? Und ja, deswegen 150 ist vielleicht für den Code in Anführungszeichen viel, aber für die Marktlage ist gerade echt schlecht. Deswegen war es, denke ich mal, ein ganz, ganz guter Preis. Genau, jetzt will ich euch das Pad auch erzählen. Hier so ein bisschen Storytime am Anfang. Jetzt geben wir hier einfach mal noch King ein. Dann kommt es. Das ist quasi das Pad. Das ist hier Frosty. Ist quasi so ein, ja, quasi ein Frostwurm-Junges. Und ja, sieht ganz nett aus. Wieder ein Pet mehr in der Sammlung an der Stelle. Und ja, was habe ich mittlerweile alles? Können wir hier, achso, wir können hier Promotion einmal anschalten. Und mittlerweile habe ich einige Promotion-Pets, wie ihr hier seht. Einige fehlen mir noch da unten. Und um es vielleicht kurz zu machen, bevor wir jetzt alles durchklicken. Also von den Collectors Edition habe ich jetzt Burning Crusade, Wrath of the Lich King, dann Cataclysm, Mist of Pandaria und halt so weiter. Ne? Ich glaube, bei den anderen sind gar keine Pets mehr dabei. WoD habe ich natürlich auch und Legion und BFA natürlich auch. Ne? Also mir fehlt jetzt nur noch die Classic Collectors Edition. Die von Overwatch habe ich. Die von StarCraft habe ich mir die drei geholt. Also das konnte man ja noch im Shop kaufen oder kann man noch im Shop kaufen. Overwatch und hier StarCraft. Und Diablo 3 Reaper of Souls hatte ich ja schon damals gekauft und die Diablo 3 normale habe ich mir ja auch letztens geholt. Müsste in einem der letzten Videos gewesen sein. Genau, und dann gibt es halt noch einen Haufen so BlizzCon-Pets und solche Geschichten, aber die habe ich ja so schon mal gezeigt. Beziehungsweise werde ich dann nochmal eingehen, wenn ich mir nochmal vielleicht ein BlizzCon-Pet kaufe. Genau, was mir jetzt noch fehlt, wir können jetzt auch mal alle Pets wieder reinmachen, weil das ist eigentlich nie so viel Unterschied. Und zwar, wie ihr seht, das sind alle Pets, die mir jetzt noch fehlen. Und die habe ich ausgeblendet. Das sind die Horden-Dings-Pets, die kannst du mit dem Alicia nicht kriegen. Mir fehlt jetzt quasi noch diese Katze, die kannst du in-game noch kriegen, aber da ist das Rätsel noch nicht gelöst. Stand, wo ich das Video aufnehme. Vielleicht wird es bis dahin gelöst. Und dann fehlen mir quasi noch Zergling, Baby Panda und Mini Diablo. Die drei kriegst du von der Classic Collectors Edition, aber das ist tatsächlich auch die teuerste von den ganzen Collectors Edition, weil die halt auch die älteste ist. Ne? Also die würden mir noch fehlen. Und dann fehlt mir noch Morki und Grookli, und das sind beides von BlizzCon Pets, und zwar BlizzCon 2005 und BlizzCon 2009. Ne? Die anderen BlizzCon habe ich, jetzt wenn wir hier BlizzCon eingeben, dann seht ihr, sind es mittlerweile relativ viele von diesen Pets. Und die habe ich mittlerweile alle. Zwei fehlen mir halt jetzt von der BlizzCon noch. Und eine Collectors Edition fehlt mir, die von Classic quasi. Da gibt es dann drei Pets gleich. Und halt, ja, diese schicke Katze von dem Rätsel. Mal gucken, wann das rausgefunden wird. Achso, und eins habe ich mir jetzt auch noch geholt. Das ist jetzt die Tage rausgekommen. Und zwar können wir es auch auspacken. Das ist Dottie. Das ist hier quasi so ein, ich sage jetzt bestimmt falsch, ein Alpaka. Ist das, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es ein Alpaka. Und das gibt es im Moment im Shop für 10 Euro und das habe ich mir dann mal geholt. Das ist bestimmt wieder irgend so ein. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es ein Charity-Event ist, aber da ich mir die Sammlung komplettisieren will, muss ich es mir halt sowieso holen. Deswegen, ja, habe ich mir das mal kurz geholt. Ach so, das springt sogar süß rum. Ja, nicht schlecht. Dotti. Ja, genau. Das habe ich mir quasi auch noch eingeheimst. Ja, damit sind wir eigentlich soweit durch mit den Pets. Mal gucken. Mounts und Toys bin ich ja auch noch dran und mal schauen, wann ich da genug Gold zusammen habe, um mir vielleicht noch das ein oder andere Mount zusammenzukaufen. Gut, das war es soweit mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und eventuell Fragen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.